genau hier rüber, genau. Und bitte hier, ja, das ist der neue Hengst. In der Box, nein, Darkdream steht hier nicht mehr, steht jetzt Butterbee. Kann ich mit jemandem mal sprechen, der Ahnung hat hier bitte in diesem Stall? Darkdream ist verletzt, das ist das neue Pferd, genau. Darum kümmern Sie sich bitte. Hier auf jeden Fall noch mehr Einstreu in die Box, dass es klar ist. Okay, gut. So, Butter, ich habe soweit alles vorbereitet für dich und dann würde ich sagen... Laura? Hey, Laura. Hm? Oh, na, da ist ja unser Möchtegern-Champion, hm? Ich wollte dir, ich bin so dankbar, dass Elsa, du... Elsa, ganz ehrlich, auf diese Worte habe ich jetzt gerade überhaupt gar keinen Bock. Laura, ganz kurz, ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke, dass du das für mich jetzt hier ja, in die Wege geleitet hast und mir Butter gebracht hast, sodass ich starten kann. Und oh, Elsa, ganz kurz, halt ganz kurz die Klappe. Ich will diese Worte von dir jetzt nicht hören. Die kannst du mir sagen, wenn du das Ding jetzt hier gerockt hast. Alles klar? Wehe, du vermasselst es. Hey, Laura, ich gebe mein Bestes, versprochen. Tja, dein Bestes ist mein halber Aufwand in der Dressur. Wehe, du vermasselst die Dressur. Alles klar? Ich gucke mir die Live-Übertragung an. Rechts ist seine starke Seite. Okay, hier startet nun also alles. In diesem Dressurviereck wird es nun also beginnen. Oh, und wenn ich das überlebt habe, heute Nachmittag dann gleich die Springprüfung. Oh, beim Wettcheck gestern war Butter großartig. Da hat auch alles echt super geklappt. Also üblicherweise wird der Wettcheck am Tag vor dem Turnierstart durchgeführt. Es werden beim Pferd die Pässe kontrolliert, die Impfung kontrolliert und anhand der Abzeichen wird dann auch die Identität vom Pferd festgestellt. Es wird Blut abgenommen und geguckt, ob das Pferd sozusagen fit ist, um zu starten, um in die Prüfung zu starten. Dabei ist es auch wichtig, dass der erste Eindruck auf jeden Fall ein guter ist. Das Pferd wird eingeflochten, man zieht sich ordentlich an und stellt sein Pferd vor im Schritt und im Trab und Tierärzte und Richter geben das Go im besten Fall dann, um in die Prüfung zu starten. So wie bei uns jetzt. Wir sind fit to compete und dürfen starten. Okay, jetzt geht's los. Ich war noch nie so aufgeregt. Willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum großen Preis von Jorvik, zurück zu den Dressurprüfungen. Herzlich willkommen auch an alle Zuschauer vor den Monitoren. Wir steigen hier gleich ein in die nächste Dressurprüfung. Wir haben hier ein ganz außergewöhnliches Talent jetzt vor der Kamera. Elsa Polaster auf ihrem 8-jährigen EVB-Hengst Butter Bee, gezogen gestüt Rivers by Firgrove. Ein Ausnahmetalent, wie die letzte Saison gezeigt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten nun in die Dressurprüfung. Die Reiterin ist bereit. Wir warten auf den Startpunkt der Richter. Im Stadion wird es langsam ruhig und wir genießen nun die Prüfung von Elsa Polaster für Butter Bee. Ja, wir sahen ein gerades Einreiten im versammelten Galopp und ein gerades geschlossenes Halten. Ja, und ein doch sehr bestimmtes Anreiten in den Arbeitstrab. Minimaler Schwanke, aber das war alles noch im grünen Bereich. So, Schulter herein sicher abgestellt. Halbe Volte rechts. Wie links ein bisschen fleißiger sein in der Hinterhand, ansonsten doch, ja, geschmeidig. Ja, Schulter herein links, da war die rechte Seite deutlich stärker. So, Zügel aus der Hand kommen lassen, auf der halben Zirkellinie ist nicht einfach zu reiten. Das Pferd dehnt sich aber, ist von daher sehr gut. So, und jetzt kommen wir von der Viertellinie in einer Traversale auf die gegenüberliegende Viertellinie.
da sieht man schon, die rechte Traversale ist deutlich flüssiger als die linke Seite. So, H zu P, starken Trab, zeigt der Hengst hier wunderbar. Obwohl die Hinterhand hier noch deutlich mehr abfußen könnte. So, jetzt kommt ein Halten. Das Pferd steht sicher. Das rückwärts richten 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 Tritte, aber man hat es deutlich gesehen, das Pferd war schön durchlässig. Und vor allen Dingen im Takt, auch der Übergang zum Schritt war störungsfrei und wie gesagt sehr schön durchlässig. So, das Pferd schreitet auch im sicheren Viertakt. Es folgt der Übergang zum starken Schritt. Auch gut erkennbar. So, ein wenig Umspannung. Ja, vor dem Angaloppieren. Der Takt war nicht ganz so sicher. Wir sehen nur den Galopp. Die Bergauf-Tendenz vom Galopp könnte ruhig noch aktiver gezeigt werden. Pferd und Reiter wirken ein klein wenig, ja, spannig. Ja, da werden sich die Richter noch mehr Großzügigkeit für die Bergauftendenz wünschen, aber der Grundgalopp, der stimmt. Auch die letzte Volte war nicht ganz kreisrund. So, jetzt wird er besser, der Galopp, jetzt wird er besser. Auch der Wechsel war ganz, ganz deutlich im Umsprung. Ah, hier ist dann auch der Rechtsgalopp wieder besser ausgeführt. So, durch die Bahn. Mittelgalopp, Verstärkung, ja, ist gerade. Könnte Ticken mehr durchgehalten werden auch. So, abwenden auf die Mittellinie. Ist der Reiter ein wenig schief auf der Linie? Steht aber gerade und das war's. Elsa Plaster auf EVB Butterbee. Ja, meine Damen und Herren, dann warten wir nun auf das Ergebnis der Richter und sind schon ganz gespannt, wie die Wertnote hier ausfallen wird. Da ist das Ergebnis. 6,5 Rang 11 für Elsa Polarstar. Ich denke, die beiden können noch ordentlich was rausholen heute Nachmittag im Springen. Und wir sind gespannt auf die nächste Prüfung. Ja, nicht so wackeln, nicht so wackeln. Ein bisschen näher ran. Wir brauchen den Ausschnitt anders. Genau, ein bisschen näher noch. Stopp, 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 stopp. Ja, nicht so weit, nicht so weit. Zurück, zurück, zurück. Ja, okay. Ja, passt so, genau. Ja, Miss Polarstar, danke für Ihre Zeit, für dieses Interview, dass Sie die hier heute vor der Geländeprüfung noch für uns gefunden haben. Ganz Jorvik ist wegen Ihnen aus dem Häuschen und Ihrer gestrigen Springprüfung. Sie haben da ja ganz schön was abgeliefert. Und nun aktuell Rang 11 Elsa Polarstar und EVB Butter B. Gleich auf kurzer Linie in die Kombination. Greift da etwa jemand an? Was für ein Springvermögen! Die beiden sind unglaublich fokussiert, auch hier über den Steil. Das ist ja unglaublich. Schauen Sie mal auf die Zeit. Sie legt nochmal zu. Polarstar legt nochmal zu. Schafft sie. Oh, auf der kurzen Linie nochmal den Steil. Der letzte Sprung. Das gibt's nicht. 57,0. Das ist die Bestzeit. Null Fehler mit Bestzeit. Wahnsinn. Also eins können Sie mir glauben. Damit hat auch die Jorvik Reitakademie nicht gerechnet. Ja, Miss Polarstar, die Zeitungen sind voll mit ihrer Erfolgsgeschichte. Eigentlich erst Pech gehabt, ihr eigentliches Pferd ist ausgefallen. Nun Rang 2 in der Gesamtliste erarbeitet mit der Springprüfung gestern und ihrem achtjährigen Hengst Butterbee. Ja, und ganz Jorvik will natürlich nun wissen, greifen Sie an, greifen Sie den ersten Platz an, schaffen Sie in der vorgegebenen Zeit mit null Fehlern den Geländeparcours. Tja, was soll ich sagen, wir werden einfach, ja, alles geben. Denk an meine Worte, Elsa. Hand vor und Blick nach vorne.
Sie wissen ja, geritten wird mit Herz und Verstand, nicht nach Lehrbuch. Vertrau auf dein Können, Elsa, und atmen nicht vergessen. Elsa! Viel Glück, du schaffst das! Ja, willkommen zurück, meine Damen und Herren. Willkommen zur finalen Geländestrecke vom Großen Preis von Jorvik. Als nächsten Starter Elsa Polarstar, aktuell Rang 2 auf ihrem 8-jährigen EVB Butterbee. Ein unglaubliches Pferd, wie wir die letzten 2 Prüfungen gesehen haben. Die beiden nun in der Startbox und wie wir sehen können, können sie es kaum erwarten. Wir warten nur auf den Start der Richter. Da geht es los. Das ist der Start. Elsa Polarstar, Butterbee, Geländestrecke. Es geht los. Ja, und ganz Jorvik hält nun den Atem an. Wird es reichen für den Sieg? Was für ein Tempo hier vorgelegt wird. Jetzt der einfache Holzsteil, gut gemeistert, bergauf gut zugelegt. Was für ein Absprung. Bergab gut reguliert und da sehen wir es wieder. Das ist das Tempo, was wir gestern auch im Springparcours gesehen haben. Die beiden sind unglaublich. Wer kann diese beiden noch stoppen? Hier nun der Wall nach unten ans Wasser. Furchtlos zeigen sich beide an den Wassersprüngen. Hier gut das Tempo reguliert. Nun muss sie aber wieder zulegen. Der Bergabsprung, oh, der war ein bisschen zu weit, zu eng für den nächsten, aber trotzdem noch gut gemeistert. Und nun der Aussprung aus dem Graben, der letzte. Schauen Sie auf die Zeit, auf die Zeit, auf die Zielgeraden, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Hey. Hi, Leia. Wie geht es dir? Ja, gut. Gut, ja. Und wie geht's dir wirklich? Es geht so. Es wäre sein Turnier gewesen. Es wäre einfach Dark Dreams Turnier gewesen. Es tut mir irgendwie total leid für ihn. Ich weiß nicht. Doc Lakefield hat ihn sich auch angeschaut und Jane hat auch nochmal drüber geschaut und ich weiß, er wird wieder. Das ist doch die Hauptsache. Ja. So, jetzt Kopf hoch. Du hast den großen Preis von Jorvik gewonnen. Du hast es echt allen da draußen gezeigt. Das war der absolute Wahnsinn, was du und Butter da abgeliefert habt. Freust du dich denn gar nicht, Elsa? Doch schon. Ich kann es ja selber noch überhaupt nicht glauben. Na, siehst du. Also, was hältst du davon, wenn du jetzt mitkommst? Die Trainer haben eine kleine Überraschungsparty für dich vorbereitet. Oh, muss das sein? Ja, oh. Das muss sein. Und wehe, du tust nicht überrascht, wenn wir ankommen. Judy hat alles geschmückt, Mia hat einen fetten Kuchen gebacken. Der kommt natürlich nicht an meinen Erdbeerkuchen ran, aber gut, der Herd war kaputt. Und Ellie hat sich um die Musik gekümmert. Naja, schauen wir mal, was wir da so auf die Ohren bekommen. Miss Minnie Pie wollte auch kommen. Ist das zu fassen? Ich habe sie noch nie tanzen sehen. Alles okay? Warum kommt Laura nicht her? Sie ist doch auch eingeladen. Ja, ich denke, sie kommt noch nach. Ja, dass sie dir Butterbee gebracht hat. Ich meine, damit hat niemand von uns gerechnet. Na dann, lass uns auf deinen größten Turniererfolg aller Zeiten anstoßen. Oh nein, sag sowas nicht. Das wird eine Party. Ja genau, lass uns einfach mit Pfefferminztee anstoßen. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. Hold it down, I know I might be headed for teardrops.
Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you.